So. Schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Ansonsten wird jetzt besser. Denn jetzt gibt's eine Runde Just Cause. Ich warte gerade mal noch, bis alles funktioniert. Und ja, heute waren fast 16 Grad. Meine Herren, das im Winter. Ja. Übrigens, dieses neue Feature von Facebook ist ja auch wirklich ätzend. So, jetzt habe ich auch einen Chat, dass ich auch lesen kann. Lehne mich einfach mal so ganz cool auf dem Wagen. Und sehe eigentlich vor mir noch irgendwas zu stehen. Das sieht aus, als ob da ein umgekippter Bus wäre. Und spiele fröhlich auf meiner Fiddle. Nee, weiß ich nicht. Was ist das denn überhaupt? Was denn hier passiert? Rico, Insula Striate ist sehr groß. Ich suche Sie. Kommandozentrale und Energieknoten für Bavarium Gefechtskopf von Falco Maximo. Befreie weiterhin Provinzen auf Insula Sie. Striate. Oh. Ja. Ich werde nicht befreien. Ich werde das mal das Autochen speichern, weil ich einfach mal in der Nähe stehe. Und ich habe hier keine Werkstatt. Also muss ich da unten hin. Na, schönen Dank auch. Das kann sich ja nur um Stunden handeln. Tja. Ja. Heute Stream and Chill, würde ich mal sagen. Alles nicht ganz so eng sehen. Gerade vor den Weihnachtsfeiertagen. Und ansonsten gucken wir mal. Oh. Da war nix. Ich habe nichts gesehen. No, 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 no. Okay, da hinten ist die Garage, 5 Kilometer. Na, ob wir in einem Stück ankommen, ist wieder fraglich. Aber, naja, was willst du machen? Geht doch recht fix. So viel zum Thema ein Stück. Ich wollte nicht am Stück ankommen, sondern ein. Bestimmt ein Engländer. Fährt auf der falschen Straßenbahnseite. Sowas. Oh Gott, das werden wir nie überleben, dahin zu kommen. Nicht, weil wir irgendwie erschossen werden, sondern weil ich einfach nicht fahren kann. Wir dampfen schon wie eine Lok. Ein Drifter, 20 Meter. Na toll. Jetzt nichts, worauf man stolz sein könnte. Hier wäre noch eine Option gewesen für eine Garage. Aber ich das Ding noch nicht freigeschaltet habe, ist da halt nichts. Wir lassen es einfach mal links liegen. Immer noch 3 Kilometer. Alter Schwede. Ich sollte bald Bonusmeilen bekommen, wenn ich so weitermache. Alles nur wegen dem Pickup hier. Have a break. Have a KitKat. Nee, Moment, das war eine andere Werbung. So werbungsgeschädigt. Mittlerweile kann ich auch Offroad gehen einfach. Vielleicht sind wir dann direkt da. So. Aber ist der Feierabendverkehr wahrscheinlich hier?
Oh Gott. Das war nicht mein Verschulden. Das war allein sein Verschulden. Der ist einfach über eine durchgezogene Linie geprescht. Was macht man nicht? Das ist eine Straftat. Zumindest in meinen Augen. So, 2 Kilometer. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gummi geben. Sonst passiert da gar nichts. Hoppala. Stuntfahrer. Ist auch wieder sowas. Worauf man nicht stolz sein dürfte. Aber eigentlich, insgeheim ist man das eigentlich. Man ist stolz, ein Stuntfahrer zu sein. Klingt auch viel besser als, ich kann nicht Auto fahren. Einfach mal Stuntfahrer sein. Das war die mieseste Idee, die ich jemals hatte. Mit dem Auto hier irgendwie 3 Kilometer zu fahren. Das bei meinen Fahrkünsten. Niem. Hallo Cowboy. Hallo Ziege. Möp, möp. So, da wären wir fast. Ein paar Meter haben wir noch vor uns. Aber das kriegen wir auch noch hin. Da ist die Garage. Le Garage. Hier rein. Fast bei der Polizia. Ach, das ist in der Polizia. Moment. Wegpunkt auf Garage setzen. Ich glaube, ich sind wir falsch. Hätte mich auch stark gewundert, wenn da eine Garage einfach in der Polizeistation wäre. So, hier mal rüber huckeln. Und da sind wir auch schon. Schön. Stiratoro. Freigeschaltet. Noch ein Truck für die Sache. Viva la Revolution.
Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Wir brauchen Hilfe! Feindkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Er hatte keine Chance. Die Zentrale. Unterstützung ist unterwegs zu euch. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Ach, die ganze Zeit am Labern. Und auch noch gemutet dann auch noch. Und nicht so viel im Chat schreiben übrigens. So viel Spam braucht doch keiner. Ne, also immer schön gesittet. Ich habe mich festgefahren. Meine Situation ist einfach festgefahren hier heute. So. Ja, der olle Mute-Finger, der ist immer dabei. Zack, hat er was gemutet und dann schaltet er sich nie wieder frei, weißt du. Ach ja. So. Wir brauchen noch eine Lauschtüte. Und eine Tüte Popcorn natürlich. Und ein schickes Schild. Ich guck mal da vorne, ob da irgendwas ist. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Ach, da ist eine Lauschtüte. Ich sehe sie schon. Und das ohne Brille. Ja, Wille brennen, alles klar. Huch, huch, huch. Da stand aber noch ein bisschen mehr als nur eine Granate. Puh, was war das denn? Was ist denn hier kaputt gegangen gerade? Das wollte ich jetzt ja nicht. Eigentlich schon, aber. An alle Einheiten. Zielperson ist entkommen. Ach. Halte die Augen offen. Da ist noch eine Tüte. Ja, wie gesagt, gestern hast du ganz schön was verpasst, ne? Weißt du Bescheid. Auf dem Bomber einfach geflogen. Jäger abgeschossen. Das war richtig gut. Und hier geht's auch sofort mit der Mission weiter. Wir müssen noch ein bisschen was erledigen. Aber das ist nicht mehr ganz so viel. Wir sind übrigens schon mehr als halbwegs durch dieses Spiel. Da ist übrigens das nächste Schild. Ich habe jetzt nämlich auch gesehen, wie man die ganzen Sachen findet. Und seit der Gronkh, der nie die Karte benutzt, kann ich Karten lesen. EC-Karte zum Beispiel. Mastercard nehme ich auch noch, aber das ist ganz selten. Da müsst ihr mir dann 10% extra zahlen. Macht ihr eigentlich im Feld? Bist du Gärtner oder was? Ciao. So. Ich bin umwerfend. Entschuldigung. Manchmal bekommt es mich einfach, da muss ich sowas raushauen. Mehr Männer. Ihr könnt gleich die ganze Straße dicht machen hier. Guck mal, ein Postauto. Schön. Ich brauche gar nichts mehr machen, der überfährt die einfach. Aber wir müssen ja weiter. Da ist nichts dran. Da gibt es auch heute kein Vertun. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Hopp. Das Ziel ist immer noch da draußen. So, was sollte hier nochmal sein?
Ach, da oben. Ich sehe schon. Los, findet den Rebellen. Vor allem, wie ist das eigentlich, wenn man so ein Diktator... Oh, das gibt eine Knöchelverstauchung. Wenn man so ein Diktator ist, möchte man sein eigenes Gelaber auch noch immer hören? Ich glaube nicht. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Zumindest mit dieser Stadt. Wie gesagt, schreibt bloß nicht zu viel im Chat. Da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Sie. Feuerwerk, juhu. Juhai. Garage. Metro-Explosion. Und Ansiedlung befreit. Ich müsste noch mal gucken, wo jetzt hier die letzte ist. Du bist ja das Letzte. Da hinten. Denn wir müssen Ansiedlung befreien, um tatsächlich Missionen machen zu dürfen. Ach, guck mal. Aua. Sag mal. Führerschein, Fahrzeugpapiere. Nee, der Wagen ist konfisziert. Sorry. Aber den müsste ich eigentlich so ein bisschen speichern können, obwohl ich ihn wahrscheinlich nie nutzen werde. Aber einfach für das kleine Sammelbuch, das kleine Sammelalbum, werden wir einfach mal hier rechtsbündig parken. Ja, darf ich das auf der Garage setzen? Die Stadt ist frei. Gehen Sie raus. Ach da. Und genießen Sie den Duft der Freiheit. Den Duft der Freiheit? Du hast doch gefurzt, Annika. Kannst du mir doch nicht erzählen. Schön, ein Weltbus. Ja, warum auch nicht? Ab jetzt? Ja. Neues Fahrzeug, bla bla. Tschüss. Können wir es dir liefern? Mhm. Es ist schön. Den werde ich bestimmt 30 Mal anfordern. Mep, mep. Weltbus. Naja. Der wird sicherlich nicht einmal die Welt umrunden können. Oh Gott, 4 Kilometer. Na dann, Geronimo. Einmal durchs Feld preschen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Stuntfahrer, Platz 8. Ja, ich glaube, da wird sie noch einiges tun. Darf ich, kann ich jetzt... Na, ich glaube, ich muss einen ADAC anrufen. So. Das wären dann 500 Euro. Natürlich wollen wir es wiederholen, weil wir ja am Weltscore teilnehmen möchten. Oh Gott, jetzt hänge ich auch noch fest wegen dieser komischen Leine. Na, tolle Wurst. Ich fliege einfach mal. Das geht sowieso fixer. Wir könnten natürlich auch einen Heli nehmen, aber wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, wie sparsam ich mit Helis umgehe. Also ich glaube, ich habe 3 angefordert und 2 davon sind instant explodiert. Aber das ist so mein Verschleiß, ne? Ich bin halt ein Rockstar, da muss man das eben... Ja, man muss ja mit Sachen ein bisschen anders umgehen, als wenn man jetzt so auf Sachen sparen muss. Das ist natürlich ganz klar. Außerdem geht's ja auch so. Ist ja auch sehr angenehm, einfach mal so rumzufliegen. Ja, und irgendwann müssen wir nochmal eine Sammelrunde machen. Da müsst ihr mich mal dran erinnern. Jetzt vergesse ich das doch wieder. Das will doch keiner. Man könnte auch den Rekord hier noch ein bisschen ausbauen, aber ganz ehrlich, 16 Minuten fliegen, das will doch kein Mensch sehen. Nicht mal ich. So, hier ist alles befreit, das ist schön. Bisschen Gummi geben. Den Witz mit den... Skandinavier hatte ich ja schon gebracht, ne? Den kann ich ein zweites Mal bringen, der ist ausgelutscht. Der Drops ist gelutscht, da kannst du nichts mehr machen. Was ist denn da vorne los? Oh. Da geht's wohl immer nicht so gut.
Oh. Kollateralschäden? Wohl eher Seelsorger. Ja, weißt du was? Da müssen wir einfach mal... Notaufnahme. So. Kann man... Mist, man kann hier... Keine Notsirene anmachen. Aber der muss erstmal in die Notaufnahme. Da ist... Wird nichts dran vorbei. Jetzt überfahr mir nicht meinen Patienten. Der muss vorsichtig behandelt werden. Ganz wichtig. Ist das böse. Ja. Kollege Schleifstein. Ja, nee, der braucht das. Das ist therapierbar. Das ist kein Ding. Eigentlich müssen wir jetzt rechts abbiegen. Aber ich lebe ja gefährlich. Nee, der ist zum Bodenwischen da. Das ist kein Problem. Sorry, ich muss mal kurz hier. Hui. So dämlich einfach. So, 400 Meter. Holla die Waldfee. Dann würde ich mal sagen, springe ich mal raus. Oh. Ich glaube, der muss nicht mehr in der Notaufnahme. Dem geht's gut. Ist gar kein Problem. Der hat sie nur hingelegt, der war müde. So. Hier mal dran zuppeln. Oh Gott, hier ist so viel zu tun in der Stadt. Da werden wir ein bisschen dran knapsen. Und vor allem haben wir ja noch gar keine Granaten so wirklich mehr. Alle Einheiten hierher. Oh Gott, jetzt muss ich das hier auch noch so erledigen, oder was? Zack. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Ach, da ist die Statue. Statuette. Die fette. Meisterstück. Im Arsch. Das Ziel ist immer noch da draußen. Oh, der lebt ja noch. Meister Hingebein. Geht es an. Mit einem Bein schießt sich besser. Zack. Ciao. Schickt mir. Oh. Irgendwas ist da explodiert, würde ich sagen. Kriegen wir Verstärkung, bevor ich muss mal ganz kurz gucken, was im Chat los ist. Mich hat man gerade rausgeworfen. Zack. So, kleinen Moment. Geht gleich weiter im Text. Ja, manchmal ist Twitch halt so eine kleine Datenruhe. Die zieht sich alles, was sie kann. Und dann fliegt man auch einfach mal raus. So. Nee, sorry, Surreal. Flüstern ist ausgeschaltet. Weil da einige sehr viel Links verbreitet haben. Deswegen ist das generell verboten. Ich nichts brauchen links. Und auch nichts rechts. Alles blöd. Aber ich glaube, das kannst du verstehen. Ich mach das mal im Offline-Modus weiter. Der Rest kann nachladen. Sag mal, hackt's eigentlich noch ganz frisch bei dir, oder was? Ich bin der König der Rebellen und dann sowas. Tschüss. Alter. Hast du nicht gelernt? Ciao. So, Treibstofftank. Der brennt mal schön. Ja, ich bin jetzt auch wieder fähig, den Chat zu lesen. So, ganz nebenbei. Ja, nebenbei koche ich noch und führe noch einen Beruf aus. Ist ja ganz klar. So, wie sieht's aus, Freunde? Freunde. Aua. Sag mal. Bitchfight, oder was?
Haut ihr mir da einfach auf die Fresse. Nein. Die Möwe fliegt da einfach. So, ciao. Kompanos. Schön, das ist wunderschön. Was ist eigentlich die Definition von schön? Ich meine, Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Und manche Augen von Betrachter sehen ganz schön scheiße aus. Und sind dann schon wieder nicht schön. Macht das Sinn? Ich glaube nicht. Ciao. Könnt ihr bitte mal sterben? Oh, da muss ich jemanden besiegen. Dann mache ich das vielleicht mal. Hi. Luke ist down. Ja, für Verwüstung sorgen. Hier ist so viel Wüste, da könnte sich die Wüste Gobi eins abschneiden. Und zwar eine gute Scheibe. Was, gerade eine Granate? Eine gerade Granate? Das macht keinen Sinn. Okay. Ja. Aber sonst machen meine Theorien doch immer Sinn, oder? Ich muss mal ganz kurz gucken, was die Karte sagt. Denn was die Karte sagt, das wiederhole ich. Und genau da gehe ich hin. Ja, naja. Theorien müssen ja auch nicht immer unbedingt Sinn ergeben. Aber, was willst du machen? So, da sind wir. Und ich sehe nichts auf der Karte. Na gut, dann müssen wir halt... Panzer sind unterwegs. Ach, Panzer. Paul Panzer vielleicht. Kannst du dich auch mal entscheiden? Panzer, Bodentruppen. Oh, das Problem hat sich gerade von selber erledigt. Mit der Polizeistation. So, wir machen mal kurz Strandurlaub hier. Wie schön eigentlich. So, irgendwo müssen wir noch eine Lauschtüte haben. Was macht sie? Ja. Einfach mal mit verschränkten Armen auf den Strand gucken. Das ist doch mein Liebstes. Ich höre noch irgendwo einen Heli. Hier ist eine Parkuhr. Ja. Ja. Ich höre nur nichts. Normalerweise ist dieser komische Klausibert irgendwo immer zu hören. Aber aktuell? Da! Na, schau einer mal, guck. Respekt! Ich gebe dir gleich mal Respekt in Form meiner Granate. Ciao! Noch eine Lauschtüte. Oh Mann, oh Mann. Da schießt jemand. Ich hoffe in den Ofen. Lalalala. Hier ist nichts. Ich glaube, da muss was da hinten sein. Ich fühle mich manchmal wie Carson vom Dach, wenn ich hier so durchfliege. Ich höre was. Und ich sehe jetzt auch was. Söhne und Töchter. Wenn ich als Vater hatte, brauche keinen Feind mehr. Tschüss. Und ein Plakat noch. Und ich sehe auch schon, wo es ist. Mann, habe ich heute eine Adlerauge. So. Das geht runter. Und unser Credo ist Flagge hissen und verpissen. Das tun wir jetzt auch mal ganz geschwind. Was ist denn eure Lieblingsflagge? Der Union Jack vielleicht? Ja, ja, ich bin euer Retter. So Retter wie ein Rettich. Es sind keine Sprüche, das ist aus dem echten Leben. Wie mitten im Leben. Das kennt man nur anders. Garage, Überlandsprint und 4 von 4 Ansiedlungen befreit. 3 von 13 Provinzen? Naja. Ich würde gern Prinz sein. Nun, das haben wir. Wir müssen uns eigentlich auch mal um die Revolution Revolver kümmern. Die sind da unten. Die hätte ich schon gerne, wenn ich ehrlich bin.
Aber ich weiß nicht, A, wie ich da hinkomme, wenn dann höchstens mit dem Jet. Das habe ich ja mal sowieso sehr viel Glück. Und ansonsten ist jetzt irgendwas an Missionen freigeschaltet? Ne, irgendwie nicht. Hier ist alles frei, das ist schön. Das ist wunderschön. Hier unten fehlt auch noch einiges. Also müssten wir rein theoretisch mit dieser weitermachen. Mit der da. Und da steht noch eine Provinz mehr in Insula Strate befreien. Gut, sind ja auch diese relativ klein. Die sollte schnell gehen. Und zwar schnell weggehen vor allem. Frage ich mich, wie komme ich da am besten hin? Ist hier irgendwie ein Heli? Heli wäre super. Lass mich mal kurz luxen. Burg. Wo ich hin muss. Da ist die Polizeistation. Vielleicht haben wir da ja was zum Fliegen. Venezia wurde befreit. Die prächtige Straße, der die Stadt ihren Namen verdankt, wird nicht mehr von baretttragenden Psychopathen belagert. Kämpft weiter, Amikos. Wie, keine Psychopathen? Ich habe doch die Stadt gerade übernommen. Nee, hier ist echt nichts. Wisst ihr was? Ich bin echt leid, hier mit dem Wingsuit gerade mal zu fliegen. Es macht zwar alles schön viel Spaß und ist auch alles sehr angenehm, aber wir haben ja genügend Zeug, was wir uns liefern lassen können. Übrigens wollte ich mal gerade rutschen. Ohohoho. Möchte nicht noch jemand? Ich habe da so eine Idee gerade. Ich meine, das geht schon. Kann ich den irgendwie... Nee? Dieses Geräusch, ey. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nix. Möchte denn... Aha. Sie, Senorita. Mit Los Fetos Arjos. Kommen Sie mal mit. Wir gehen mal Gassi. Oh. Habe ich sie verloren? Ach, die kommen von selber. Ja, das ist natürlich auch ein Spielplatz. Da würde ich auch sofort hinrennen wollen. Da kriegt sie gleich. Wo ist sie denn? Ich höre sie nur rumstöhnen. Naja, die hat sich mal hingelegt. Aber können wir das nicht irgendwie bewegen in irgendeiner Art und Weise? Das ist ja, dass wenn ich drauf springe. Der liegt schon unter dem Gerüst. Was ist denn, wenn ich sage, das da? Naja, drehen ist jetzt übertrieben. Okay, genug gespielt, wir haben zu tun. Wir haben irgendwie zu tun, glaube ich. Was wollte ich tun? Ich wollte mir einen Heli anfordern. Nehmen wir mal den da. Und das war's auch eigentlich. Mehr brauche ich nicht, dann bin ich schon wunschlos glücklich. So, jetzt aber mal. Poff. Hin. Dann können wir nämlich da auch amtlich hinfliegen. Brauche nicht so ewig, wie wir sonst brauchen würden. Wir haben nämlich auch Nitro hier unterwegs. Das geht auch schon viel fixer. Natürlich bin ich leicht glücklich zu machen. Gerade wenn es um solche Spiele geht. Ich hätte mir jetzt einen anderen Effekt erwünscht, aber na gut, machst du wohl nix. Tralalalala. Kleiner Rundflug.
Wie nennt man einen Piloten, der nur mit einem Bein im Jet steht? Jetlag. Ha, 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 ha. Ach Gott, ey. Da fasse ich mir ja schon selber eine Stirn. Ja. So ist das. Prospere. Prospere hat eine YouTube-Sperre. Oh, ich hab Zug. Hier zieht's. So, darf ich jetzt mal hier landen und so? Wäre schon mal anzuraten. Wollen wir ein bisschen kriegerische Abhandlung hier treiben? Treffe ich den von hier aus? Muss ich da ein bisschen weiter runter? Wir haben wahrscheinlich wieder ein Flugabwehrgeschütz. So wie ich die kenne. Da geht der Turm runter. Schön. Oder sind es Jets, die ich da höre? Kann ja auch sein. Will ich ja nicht grundsätzlich ausschließen. Guck mal, wie sie angefahren kommen, die Ameisen. Der nächste, bitte. Natürlich, ich bin immer gut drauf. Manchmal bin ich auch gut runter. Oh, Hilfe! Nicht schießen, nicht schießen. Nope, 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 nope. Alter, nein! Hohohoho, knapp am Arsch vorbei. Das ist wie Chili. Wie ist euer Status? Bitte kommen. Ja, mein Status ist Single auf Facebook, wenn du so genau wissen willst, du alter Mann. Und ich will ich das denen gar nicht sagen. Ein Helikopter, weißt du? Wir machen eher die Geschütze da unten Sorgen. Okay, ich sollte aussteigen. Jetzt doch Panzer oder was? Alter, der hat auch Entscheidungsschwierigkeiten. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Panzer sind unterwegs zu eurer Position. Ja. Übrigens ist mir gerade noch eine Idee gekommen mit Fallschirmspringen. Erinnert mich mal bitte an Fallschirmspringen. Also so, wenn ich fertig bin. Das wäre super. Ich kann ja nicht alles behalten. Sì, Signore. Ich behalte ja nicht mal mein Pin im Kopf. Hohohoho. Heute gibt's Barbecue, meine lieben Freunde. Also mir scheißegal, wenn sich meine Nachbarn wieder aufregen. Hier wird heute gebumst, kann man nicht sagen. Das hört sich wieder so falsch an. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch, was ich meine. So, hier mal schön Raclette draus machen. Nase juckt. So, was ist mit euch los? Ihr seht so unentschlossen aus. Ich glaube, ihr solltet mal in die Luft fliegen. Alter Schwede, alter Schwede. Alter Schwedenski. Hier geht ganz schön was ab gerade. Ciao. Ich muss mal hier ganz kurz nochmal aufräumen. Hohoho. Dafür, dass nicht mein Panzer ist, hält der ganz schön viel was aus. Oh oh. Oh, 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 oh. Ich bin ja mal gespannt, ob wir den Chaos-Score irgendwie nach oben treiben können. Wir müssen unbedingt noch die Flak ausschalten. Kann ich von hier aus? Oh, ich brenne. Vor Liebe. So. Ist das meiner? Nö. Eieieiei, hier ist einiges los. Meine lieben Herren. Und Damen natürlich. Weil wir hier keinen diskriminieren wollen. Der hat echt einen schlechten Tag erwischt hier heute. Ja,
Herrgott, gibt's hier viel zu tun. Ich sehe das gerade. So. Wo ist Neuer? Jetzt wollen die mich wieder erschießen, weißt du? Sind voll unfreundlich. Ciao. So. Karabum. Ist echt so ein bisschen wie Silvester. Was ja nicht unbedingt schlecht ist. Was hingegen schlecht ist, sind Feinde, die sich immer wehren. Ich kann auch mal ein bisschen Sprengladung anbringen. Dann können wir ein paar gleichzeitig ausschalten. So. Mal sehen, wie das sich anhört. Ein bisschen rumprobieren ist ja immer schön. Ich habe den ganzen Bagger in die Luft gesprengt gerade. Nun. Ja. Doch. War effektiv. Wird gemacht, Sire. Ich dachte, da würde Siri stehen. Ich dachte schon. Dann bin ich weiblich und in einem iPhone gespeichert. Als Programm. Ah, was willst du denn? Alter Kaspar. Ups, hack da oben. Oh Gott. Ach, du bist das. Ich glaub's ja wohl. Ciao. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich sollte mal die dicken Wummen auspacken. Hallo, dicken Wummen, sage ich. Dass der auch nicht runtergeht gerade. Und tschüss, das war's. Naja, meine gute Laune heute lässt sich einfach mit einem begründen, dass ich die Star Wars Filme sehr oft sehen werde dieses Jahr. Das ist doch allein schon Grund genug, gut gelaunt zu sein. Und weiter geht's. Ja, unser Fehler war einfach, dass wir nicht schnell genug weggekommen sind. Und dass wir keine Granaten hatten und dass uns ziemlich jede Mission aus... Mission, sag ich schon. Munition ausgegangen ist. Eigentlich wollte ich die Flak gerade retten. Aber ich glaube, das hat sich gerade in Luft aufgelöst. Naja. Was sich auch in Luft auflöst. Wäre das hier, glaube ich. Ach, ich hau da einfach was rein. Zack. Fertig. Licht aus, Spot an, würde ich sagen. Hohohoho. Das ist ganz schön heiß hier gerade. Das liegt aber nicht an mir. So, hier nochmal einen reingesammelt. Zack. Da steht noch was. Jetzt nicht mehr. Oh, Alter. Die haben es ganz schön faustdick in den Ohren. Da ist übrigens noch so ein Schaufelradbagger. Wie krass die übrigens aussehen, ne? Stell dir mal vor, du hast einen im Vorgarten. Da brauchst du nie wieder schaufeln. Ich möchte mal ganz gerne so einen Schaufelradbagger für mein Geld haben. Dann könnte ich ja nicht umziehen. Nee, alles gut. So, wir hatten das letzte Mal einfach so gemacht, indem wir hier die Dinger angepappt haben. Das hat ausgereicht. Ich krieg euch schon alle noch.
Keine Sorge, dich kriege ich auch noch. So. Hier nochmal. Perfekt. Plusquamperfekt. Konfekt. So, jetzt aber. Habt ihr kein Zuhause, sag mal? Ihr lungert hier nur rum. Immer diese Jugend. Zack. Und dann würde ich mal sagen. So, wie machen wir das jetzt kaputt? Ich glaube, das wird da nichts ausrichten. Dann noch lieber so. Ah, das war ja auch sehr mies. Du schießt da schon wieder, weißt du? Das Ding scheint unbeeindruckt zu sein. Kümmern wir uns also erstmal um die Dinger hier. Wir können auch versuchen, das einmal wegzuziehen. Und ich laufe genau in die Flamme rein. Weil ich mir denke, ach, ich gewinne ja eh. Aber meistens nicht mal eine Erfahrung. So. Ach, das war ein Stockwerk höher. Ich wollte es ja wegziehen. Ich glaube, da reicht nicht nur eine Verbindung. Da müssen wir schon ein bisschen mehr dran klotzen. Es wackelt ordentlich. Oh! Oh, ich ziehe da irgendwas mit. Aber ich glaube, das sollte nicht darunter fallen. Irgendwas ziehe ich daran, aber naja. Das sollte eigentlich so nicht laufen, aber gut. Jetzt mögen sie einige fragen, warum zerstörst du einen Schaufelradfahrer? Na, weil einfach mal... Ich habe mich gerade nur umgedreht. Mehr nicht. Weil er natürlich dieses Barbarium abbaut. Was grundsätzlich schlecht ist, weil dazu gibt es einen Barbariumpanzer. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Aber wo Helikopter? Ich wollte mal einen Blick hinwerfen. Was hier noch so übrig ist. Gar nicht mehr so viel. Und ich sehe auch gar nicht mehr so viel auf der Karte. Aber das mag an meinen Augen liegen vielleicht. Was ich weiß... Ja. Was ich weiß, ist, dass wir hier lang müssen. Au. Voll die Birne angehauen. Und ich möchte ganz gerne die Flak haben. Kennt jemand die Flickflak-Uhr noch? Ich glaube, die waren aus dem gleichen Material. Oh! Hohohoho. Darf ich bitte hacken? Nicht schießen. Ich habe zu tun. Lass mich in Ruhe. Es passiert das gleiche wie mit deinem Kumpel. Ist klar, jetzt schicken wir noch einen Heli. Kannst du bitte dich verpissen? Dankeschön. So, Heli, wo? Wo bist du? Der geht doch von selber down. Da brauche ich doch gar nichts machen. Die sind doch so bescheuert. Ich möchte einfach nur die Flak haben. Okay, keine Flak. Kann ich auch mit leben. Volltreffer. Da muss ich halt mich anderweitig beschäftigen. So, was hast du denn davon? Freundchen. Selber schuld. Hohoho. Ja, ist ja ganz klar, ne? Erstmal. Dann hier. Den hier. Jetzt seid ihr an der Reihe. Schönes Schlachtfest, oder? Der wackelt nur. Den oller Wackelpeter. So,
Was ist noch zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ich stärke es mal wieder aus. Oh, da hinten. Da wird sich bestimmt auch noch ein anderer Panzer finden, den ich kapern kann. Mag eigentlich jemand von euch kapern? Ich weiß es gar nicht. So. So viel dazu. Ja, pass auf, ich hole mir doch lieber nochmal extra einen Panzer. Das geht doch fixer. Au. Das gute alte Schienenbein. Nee, nee, wir sterben nicht. Wir reinkarnieren nur. So. Ach, guck mal. Wie niedlich. Dass sie es überhaupt noch mit Helis versuchen, ne? Ist mir echt ein Rätsel. Oh, den habe ich freundlicherweise übersehen. Dich nicht so leicht. Dann geht's hier weiter. Eigentlich können wir hier stehen bleiben und parken. Die treffen wir auch von hier. Da kommt der nächste Heli-Schrab-Schrab. Wie die wackeln. Na gut. Was? Nein? Surreal, mit Nein weiß ich nicht viel anzufangen. Was willst du mir damit mitteilen? Was willst du da sagen? Was willst du? So. Zack, zack. Nee, nee, Helden sterben. Sterben nicht. Zack. Schönes Ding. So, war hier noch irgendwas, was wir unbedingt wegmachen müssen? Ich glaube nicht, oder? Wie kann uns eigentlich mit einer ganz normalen Schusswaffe hier treffen? Finde ich ja ulkig. Kann so bleiben, okay. Ich bleib auch erstmal so. Das Fahrzeug schalten wir noch aus. Ein kurzer Blick auf der Karte wird uns verraten, wohin wir müssen. Das ist nämlich dort. Können wir hier durchfahren? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Nein zum Kapern. Ach so. Ja, aber Königsberg Klopse mit Kapern ist doch echt gut, oder? Die hätte ich jetzt übrigens gerne. Schöne Ladung Königsberg Klopse mit frischen Kapern. Hm. Beste ever. Lecker out of 10, würde ich sagen. So, jetzt hier, hau mal ab. Ich habe keine Zeit für dich. Schön, wie alles in die Luft fliegt. So, wir müssen weiter. Wir haben kaum Zeit für irgendwas anderes. Ich würde sagen, das haben wir erledigt. Das Ding ist neutral. Ja, was? I? Du sollst sie auch nicht lutschen. Wir haben übrigens ein Motorrad freigeschaltet. Das finde ich schön. Bergbau. Second Alarm. Ja, ich würde mal sagen, Rico, wir fahren einfach mal hier runter. Ich meine, die haben schon einen eigenen Geschmack, aber... Ja, es gehört einfach dazu. Das ist wie... Ja, weiß ich nicht, wie erkläre ich dir das jetzt am besten? Kapern zu Königsberg Klopse sind wie... Joa... Die Medici und Radio. Hallo Bürger, der ehrenhafte General Mirabello wird aus Cava Grande Sekunde ein Mahnmal für alle Opfer des nationalen Terrorismus beim Schutz unserer großen Nation machen. Und die Basen verschwinden weiter. Hoffentlich gehen sie unserem furchtlosen Anführer nicht irgendwann aus. Aber nein, er hat ja alles unter Kontrolle. Ah, Medici.
So, hier ist einiges schon am Brennen. Gott. Und die sind auch stark auch unterwegs gerade. Zusätzliche Einheiten. Hier fliegt gerade alles in die Luft. Was willst du denn da noch Einheiten machen? Also, wirklich, hier fliegt echt gerade alles in die Luft. Ohne Scheiß. Ich liebe Panzerfahren. Guck mal. Ich werde hier einfach nur noch hinterhergeschleudert gerade. Fallschirmspringer sollte ich noch ändern. Oh, dankeschön. Das hätte ich jetzt wieder vergessen. Wo ich einfach mal in die nächste Ansiedlung gedüst bin. Habe ich noch nie gegessen. Surreal. 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 Wir müssen mal ein dringendes Wörtchen reden. Und zwar bei Königsberger Klopse im Kerzenschein. Nee, aber das... Also ernsthaft. Königsberger Klopse? Hast du noch nie in deinem Leben gegessen? Du hast eindeutig was verpasst in deinem Leben. Ja, 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 ja. Das müssen wir nachholen. Das geht so nicht. Gehst du mal kurz aus dem Weg. Wir müssen uns einen Heli anfordern. Das werde ich jetzt mal sofort machen. Schwupp. Da ist er auch schon. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das gedacht habe. Ich möchte ganz gerne über den See abspringen. Vielleicht können wir dann auch noch das Flugzeug retten in irgendeiner Form. Obwohl, warum eigentlich Flugzeug retten? Es ist doch alles überbewertet. Wir landen mal dort vor der goldenen Küste. Aber wie gesagt, also Königsberger Klopse, da müssen wir uns mal ernsthaft drüber unterhalten. Das musst du unbedingt nachholen. Das ist eine der besten Sachen ever. Kannst du ja mal googeln. So, was ich im Wesentlichen ausprobieren wollte. Erstmal Schluss mit der Geheimniskrämerei. Ich werde erstmal wieder so hoch wie möglich versuchen zu springen. Und, ja, so einen kleinen Rekord mal aufstellen. Mir ist dann nämlich heute im Laufe des Tages eine Idee gekommen, wie wir den Fallschirmsprung einfach mal ein bisschen künstlich erhöhen können. Soll heißen, du kochst für mich? Naja, das würde nach Mord aussehen. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie einstimmen kann. Ich glaube, wir sind hier schon ziemlich hoch. Wie weit geht der noch eigentlich? Soll heißen, du kochst für mich. Naja. Das Einzige, was ich an Königsberger Klopsen kochen kann, ist wahrscheinlich diese in Plastik gefüllte Tüte. Schmeckt auch mal, aber ist jetzt kein 5-Sterne-Restaurant-Essen.
aber frisch ist doch ein bisschen besser. Ich kenne jemanden, der echt gute Sachen macht in dieser Form. Aber... ja. So, ich steig mal aus. Fallschirm. Und dann falle ich einfach mal. Der geht sofort wieder in diese Position mit rein. Okay. Gibt es da irgendwie... in irgendeiner Form Credits dafür? Wo muss ich denn überhaupt hin? Kann ich das Ding... kann ich immer noch nicht. Oh Gott, wir müssen so viele scheiß Provinzen hier befreien. Da ist übrigens die nächste. Schade. Hätte ja klappen können. Der fällt und dann irgendwann ist er wieder in dieser Position. Weiß ich nicht. Muss ich mal versuchen, dass ich das dann... naja, das war ja nicht erfolgreich. Ich frage mich, wo mein Heli ist. Gut. Hätten wir es auch geklärt. Ich muss mal ganz kurz an den Chat fragen, was möchtet ihr lieber machen? Soll ich erstmal ein paar Sachen sammeln oder weitere Provinzen befreien? Schreibt mir mal bitte rein. Möchte ich gerne mal wissen. Oh. So, manchmal frage ich mich, woher die alle kommen, die so explodieren. Und darf ich hier durchfahren? Ich mach's einfach mal. Noch eine Stadt. Da wird ganz laut geschrien, noch eine Stadt. Natürlich immer lustig, wie die Verzögerung ist. Dann wollen wir mal ganz schnell zu einer Stadt kurven. Durch die Serpentinen hier durch. Kann ich hier eigentlich auch... oh. Ich bin Freestyler. So parke ich auch immer morgens ein. Okay, erst Stadt befreien, dann sammeln. Das klingt doch nach einem Plan. Ich bin Jäger und Sammler. Ist natürlich genau die richtige Straße, um ihr Auto zu fahren. Besonders mit dem Sportwagen. Ich mag übrigens die Farbe des Autos. Finde ich schnittig. Ja, ich hätte vielleicht den Heli ein bisschen behalten sollen. Och, gucke mal. Eine Schiege. Wo zieht sie denn hin? Komm, wir machen mal Ziegenkäse. Kann ich? Oh! Was? Ist die Ziege explodiert oder was? Oh Gott. Wir machen mal ein kurzes Päuschen. Bin gleich wieder zurück.
So, da sind wir wieder. 21. Was macht der Rico eigentlich, wenn ich mal nichts mache? Ist ja auch mal eine Frage. Ich mochte das immer sehr gerne leiden, mit anzusehen, wie Link in Ocarina of Time immer sich die Füße vertrat. Oder beispielsweise Mario einfach mal, einschlief. Das fehlt so ein bisschen. Die Detailverliebtheit in den neuen Spielen ist manchmal ein bisschen mies. Aber ich hatte bisher in Just Cause noch keine Probleme mit solchen Sachen. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Oh! Schön! Jetzt wollte ich da mal ganz elegant drüber segeln. Und dann sowas. Ja, ich bin auf dem Weg zur Stadt. Oder ist ja eher ein Abbaugebiet gerade. Oh Gott, das ist ziemlich gut bewacht gerade. Tschüssi. Alle Einheiten. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Ne, so klar war das gerade nicht. Das war klar. Oder das hier. Tja, soll ich einen sicheren Job suchen? So hat er natürlich ein Problem. Schwupp. Hier mal aufs Knöpfchen drücken. Dann ist sie erstmal offen. Och, na schau, nochmal guck. Die sind auch lästig wie die Aasfliegen da oben. Die ignoriere ich erstmal gekonnt. Guck mal, was ich hier so anrichten kann. Meine Wunsch ist dir Befehl. Nee, andersrum. Dein Wunsch ist mir Befehl. Nehmen wir natürlich wieder den Panzer mit. Oh, au, 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 au. Ja. Fliegen muss gekonnt sein. Und ich kann wie immer gut auf die Fresse fliegen. Kümmern wir uns erstmal um den Heli. Oh, oh. Oh, 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 oh. Hier ist einiges kaputt. Gar nicht, was ich zuerst abschießen soll gerade. Zack. So. Du gehst down. Das Ding geht down. Überfahre ich ihn einfach mal. Zack. Der Heli ist immer noch hinter mir her. So, jetzt nicht mehr. Schön eingeparkt. Oh, heiß, 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 heiß. Das war ein bisschen zu heiß. Ja, 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 ja. Ist übrigens komisch. Ich habe den guten Friendsnap seit 2 Tagen nicht mehr gesehen in unserem Stream. Ich mache mir langsam Sorgen. So, weiter geht's im Kontext. Da fliegt die Klimaanlage wieder runter. So. Krabems. Ja, wie ich das beim letzten Mal gemacht? Ich habe da einfach oben was festgebunden, nicht wahr? Wollte da jemand gerade was? Ich glaube nicht. So, den da hatte ich, glaube ich, daran festgemacht. Und dann den da auch nochmal.
Hoho, zersäbelt. Naja, nicht seine Zeit, weiß ich nicht. Der ist meistens um 23 Uhr da. Mittlerweile haben wir uns um 0 Uhr. Komisch für ihn. Bin da, wer noch? Zwei Sniper stehen auf einem Boarding. Ich glaube, es hackt. Und zwar kein Hackbällchen. Kriegen wir das irgendwie hin, dass wir das hier runterziehen? Nur einfach diese Zwischendinge einfach kaputt machen. Genau, schießt mal den eigenen Bagger kaputt. So, ciao. Alter, was? 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 Ich hänge hier fest. Ich hänge hier an dem Stück Metall fest. Was ist hier los? Ernsthaft? Ja. Ich würde fast sagen, das war der Bagger. Also dieser Kakeli hat sich gerade von selber aufgelöst. Schwupp. Ja, das war sowas von daneben. Groß Neues. Haben wir einen übersehen? Hallo, kannst du dich mal bitte nach oben hangeln und so? Das wäre voll gut. Ich nehme einfach die Treppe. Ist mir gerade zu doof. War da irgendwas übersehen gerade? Ach, hier. Oh Gott, mit denen kommen wir gar nicht da durch. Doch lieber so. Und runter hier. Coole Leute gucken hier auf die Explosion, aber ich schon. Bin auch sowas von uncool. Hier ist noch so viel zu tun. Meine Herren. Frank Zander? Ja, ich habe überlebt, das stimmt. Fragt sich nur für wie lange. Von Amos Pfeil vielleicht. Oh. Ich glaube, ich habe eine Rauchvergiftung. Oh, guck mal. Ich wollte gerade Skateboard fahren, aber das war ja wohl nix. Diese Dinger, ne? Wir machen es mal anders. Müssen die mal schneller loswerden. So ist doch gut. Müssen nämlich ein bisschen Kette geben. Ist nämlich schon ganz schön spät heute. Ja, das mit Zander war ja auch ein Witz gerade. Ich weiß schon, dass du nicht Frank Zander gesehen hast. Aber für die Leute, die ihn kennen, ist halt immer gut. Oh. Ich wollte nicht unbedingt Granatwerfer dafür nutzen. Aber es hat auch funktioniert.
So, hier muss ich mal hoch. Dann kann ich den da und den verbinden. Einfach mal ziehen. Vielleicht fliege ich ja mit dem Auto weg. Nee, schade. Darf ich mal aufstehen oder bleibe ich einfach liegen? Okay, ich bleibe einfach liegen. Na echt, ey. Noch so viel zu tun. Wo waren wir denn gerade? Ach, eigentlich genau mittendrin, ne? Ach, nur gucke mal. Hallo, kann es mal down gehen, bitte? Wie die sie aufblähen gerade. Krass. Alter. Das war gerade ein bisschen zu viel des Guten. Da muss ich mal ganz fluchtartig weggehen. Oh, ich vergesse. Elektrifiziert. Oho. So. Keine Ahnung, wie wir die da unterbringen, aber ich weiß, wie ich das da erledige. Noch ein paar Granaten rein. War's das? Gut. Da ist noch ein Schaufelradbagger, der noch nicht down ist. Was mich wundert, weil wir haben eigentlich zwei. Aber gut. Hier fliegt gerade alles in die Luft, weil es in die Luft fliegen kann. Au. Na, überlebt würde ich das nicht unbedingt nennen. Alter. Ah, es ist ein bisschen übertrieben gerade von den Gegnern. Ciao. Oh, Panzer. Die kann ich eigentlich auch nutzen. Warum eigentlich nicht? Wenn ich das überlebe, hier reinzukommen. Ciao. Oh Gott. Das ging mir direkt auf die Birne. So, tschüss. Tschüss. Ich frage mich, warum die so komisch wackeln, ne? Sag mal. Du bist ein Liefertruck. Was willst du gegen Panzer ausrichten? Ich wurde gesnipert in einem Panzer. Ja, nee, ist klar.
So, jetzt gehen wir mal generalstabsmäßig um. Wir legen ein Ziel nach dem anderen auf unserem Weg. Bring alles mit, was du hast. Und legen uns erstmal auf die Fresse, wie immer. Das ist auch nichts Neues. So ist der. Der lebt doch nicht mehr, oder? Der ist da so weit. Der da hinten lebt er noch. Der komische Schaufelradbagger. Das ist der Bodo mit dem Bagger. Ich möchte die Flak haben. Die flackert da so schön, die Flak. Kann ich mich da anschleichen? Fuck. So wird sie mich mal ranschleichen. Na, das war ja nix. So, wo ist hier noch was über? Oh, das ist ja noch eine ganze Menge. Dann nutzen wir lieber die hier. Dann verschwenden wir da keine Granaten zumindest. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Ich verstehe gar nicht, was die alles bewachen. Zack, wieder tot. Gut, dass keiner mitgezählt hat. Es tut mir wirklich leid, dass ich gerade so oft sterbe. Aber es ist echt nicht so einfach. Es ist echt nicht so einfach. So, jetzt aber. Jetzt wird nicht mehr gestorben. Jetzt wird gekillt. Also, Rock und so. Schottisch. Hier geht's auf jeden Fall lang. So. Ja, Ruhe und Frieden. Aber das kannst du wirklich sagen, wenn man so ein Leben gehabt hat wie Rico, dann möchte man echt im Frieden ruhen, oder? Nein, die Dinger sind noch da. Oh, wie mies. Oha. Bring dich mal wieder ein, Rico. Peng. Poff. Krabums. Aber Rico hat echt ein actionreiches Leben. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand ein actionreicheres Leben hat als Rico. Herr Rico Rodriguez. Ich sehe schon wieder einen Heli, oder? Aber was tängelt da rum? Ach, da ist ein Trampolin. Sozusagen. Den hier nochmal. Haben wir den ollen Schaufelradbagger auch fast erledigt. Hier hatten wir noch wahllos drauf. Zack. Da, es geht auch irgendwann runter. Kannst du mir nicht erzählen, dass das alles war? Schön. Ich sollte mich hier wieder verpissen. Was für ein Bild. Schön. Und dann geht's nämlich hier weiter. Alter, dann brauche ich auch erstmal Ruhe, ey. Dann kommt mir das Sammeln gerade recht. Nichts gegen Action, aber.
Oder die Waldfee. Oh. Ist da wieder ein Heli unterwegs? Ich höre ein Heli, aber ich weiß nicht, wo es ist. Frag mir mal was Leichteres. Guck. Au. Haut der mir genau auf die Fresse, weißt du? Ist auch nicht nett. Was war das denn? Was war das denn? Ich bin sowas von tot. Na, wenigstens haben wir was mitgenommen. Diesmal. Boah, ich bin so ein bisschen fertig gerade. Also dieses Abbaugebiet ist echt kacke. Cacos grandos, muchachos. Puh. Pausenkaffee? Ja, bitte. Habe ich echt nichts dagegen. Ich meine, die Ansiedlung wird da wahrscheinlich noch kleiner sein. Warte mal, wir drehen uns einfach mal um. Ich glaube, das werden wir in 0, nix erreichen. Das andere ist gerade ein bisschen zu viel des Guten. War das jetzt richtig? Naja, so der Weg war richtig. Da ist es nämlich. Was? Jetzt, wo es spannend wird? Jetzt, wo es spannend wird? Ich glaube ja wohl nicht. Nee, ich meine natürlich alles Gute. Schlaf gut. Ich hoffe... So ein paar Explosionen können dich in den Schlaf wiegen. Ob ich noch lange mache? Puh. Joa. Weiß nicht. Ich würde auf jeden Fall diese komische Ansiedlung noch heute befreien. Und danach heißt es eigentlich nur noch, die Gegenstände für den Revolver sammeln. Das wäre schon echt cool, wenn ich das heute schaffe. Guck mal, hi. Ich glaube, du gehst heran, ne? Zack. Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle ich muss mal ganz kurz noch was loswerden. Oh, und tschüss. Mein Tod wollte ich loswerden. Ja, so ist das halt, ne? Ich muss mal gerade noch ein Bild von Suri raussuchen. So. So macht man's richtig. Einfach mal amtlich sterben. So, Rico Rodriguez ist wieder auf Bombenjagd. Sieh. Ich sollte mich mal auf eins konzentrieren. Dann schaffe ich vielleicht auch mal eins. In einer Runde. Die sind echt hart zu knacken, ne? Ich sollte mir ein paar Waffen besorgen. Vielleicht können wir das aber auch einfach hier drüber ziehen. Na, eher nicht. Schönes Ding. Oh.
Was wollt ihr denn? Da ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. So, jetzt hier mal. Schön Tango tanzen, meine lieben Leute. Hier brennt ein Feuerchen. Oh, wie schön. Stromausfall im Herzspital. Kennt doch jeder. Und jetzt halbwegs wieder erholt. Oh, guck mal, was da vorne steht. Bams. Den überfahre ich einfach mal. Oh, ich bombe mal einfach weg. Nachdem was leichter ist gerade. Das ist gerade viel besser. Ciao. Ich glaube, wir schaffen die 80 vom Score heute sowieso noch. Ein Panzerklaus, ey. Da kommt auch noch einer. Quietschi. Wir schicken euch Verstärkung. Ziel neutralisieren. Schnell. Oh. Das ist ja cool, wenn du ein Dixie-Klo wirklich sprengst, dann geht da die ganze Chemikalie in blauer Masse unter. Oh, das war mit Panzer. So viel dazu. Den springen wir nochmal hoch. Da geht selbst der riesen Radbagger in die Knie. Muss ich ganz kurz mal nachladen. Kann man ja einfach so machen, wenn man fliegt. So. Hier hau ich nochmal alles rein, was geht. Kann ich hier rein? Dankeschön. Oh Gott. Bombs. Hier ist nichts versteckt. Aber hier ist noch was Schönes versteckt. So. Das haben wir befreit. Finde ich schön. Finde ich auch einfach mal schön. Kinderspiel. Aber sowas von. Was zum Teufel ist da draußen los? Bitte komm! Naja, nicht so viel, würde ich sagen. Oder sagen wir mal nicht mehr so viel. Das ist auch noch sehr interessant. Da rennt gerade noch einer rum. So, wir müssen mal unbedingt gucken, wo jetzt der Rest hier noch versteckt ist. Ich habe echt Bock, das abzuschließen. Dann mal auf Sammeltour zu gehen. Kann ja nicht mehr so doll versteckt sein. Ah, ist alles nur diese Zerstörungstour hier. Was habe ich denn? Da habe ich keine Granaten mehr. Wir haben nur noch das, was wir am Mann tragen. Achso, und wir haben natürlich die Steckbömmchen. Die nutzen wir bis zum Erbrechen gerade mal.
Ja, jetzt mach doch nicht schon wieder einen auf perverse Schießer. Das geht besser als gedacht. Da wenigstens haben wir einen Turm besiegt, bevor wir gestorben sind. Das ist ja mal ein Anfang. So, ich hoffe, der Marker sitzt noch. Jawohl, der sitzt genauso gut wie eh und je. Wir haben jetzt wirklich eine Methode gefunden, wie wir die zumindest provisorisch erledigen können, bis wir eine bessere Waffe haben. Ich glaube sogar, zu wissen, wie wir das noch besser erledigen können. Pass mal auf, ich möchte ganz gerne mal was ausprobieren. Ich weiß, jetzt werden einige sagen, nö, das ist doch voll unnötig und macht doch gar keinen Sinn, aber... Haben wir das jetzt? Das war bei Special, ne? Das war bei Special. Ich glaube, das war das hier. Jawohl. Hätte ich hier nochmal gerne... Ach, ein Fahrzeug brauche ich eigentlich nicht. Das bleibt auch so. Eigentlich nur das hier, ne? Oh, wir müssen auch natürlich anfordern. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Zack. Nebenbei natürlich wieder die YouTube-Aktion. Nebenbei schön was sortieren. Puff. Nehme ich. Das Ding sieht tödlich aus. Das ist es. Ich fliege mir jetzt ein bisschen am Rand. Weil ich nicht allzu viel Aufmerksamkeit erregen möchte. Sind das eigentlich Sklaven, die arbeiten müssen? Bitte nicht. Ist doch kacke. Wer macht denn sowas? So. Da ist es mehr als effektiv. Ich habe es jetzt gehalten. Schön. Das funktioniert besser als gedacht. Hier mal anvisieren. Ich mag die Waffe. Ich weiß nicht warum. Luftschlag for the win, würde ich mal sagen. Schön, endlich haben wir es geschafft. Boah, war das ein... Oh, das war eine Plackerei. Ich würde jetzt fast mal sagen, dass wir wirklich auf Sammeltour gehen. Und zwar einfach mal nach ganz unten, zur Anfangsstadt. Aber auch schnell reisen. Denn ich möchte, wie gesagt, die Revolver noch irgendwie haben. Ob ich das heute schaffe, ist natürlich wieder schleierhaft. Aber versuchen kann man es ja mal. Aber ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich. Ziemlich zuversichtlich. Ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Spoiler auf Facebook.
Also jetzt gerade, wo Star Wars rausgekommen ist, wird wahrscheinlich alles überflutet werden. So, wo wir hin möchten, ist ganz einfach eigentlich. Einfach mal den Fragezeichen hinterher. Irgendwas ist mal wieder in die Luft geflogen. Das ist nichts Neues. Und sammeln wir das mal ein. Tag 1492. Seit meinem letzten Eintrag ist viel Zeit vergangen. Der Haftbefehl gegen Duschku ist ausgestellt. Der Haftbefehl. Aber nicht vollstreckt. Die Polizei hat bei der Durchsuchung von De Lucas Haus keine Hinweise auf dessen Aufenthaltsort gefunden. Seitdem liegt die Akte auf einem Stapel ungelöster Fälle. Mittlerweile schmieden die beiden in einem Versteck an der Südspitze der Inseln in den Ruinen einer untergegangenen Kultur revolutionäre Pläne. Naja. Revolutionäre Pläne sind ja immer nicht schlecht, aber man muss auch ein bisschen gucken, dass es real bleibt. Man kann nicht das eine wollen und dann das andere sagen. Real, einmal hin, alles drin. Boah, bin ich froh, jetzt ein bisschen Ruhe zu haben. Vor allem. Oh. Dann vorbeigeflogen, oder was? Natürlich. Meine Herren, die Frage ist natürlich nur, man kann das auch echt nicht auseinanderhalten, was man da wirklich einsammelt. Da habe ich erstmal einen Schrein gehauen. Vor lauter Frustration. Haust du Schrein, ne? Wir sehen uns. Und eigentlich brauche ich ja immer nur eine Sache. Aber naja, ist halt keine Trennung zwischen einzelnen Sammelbaren. Ist einfach nur, sammel mich oder sammel ich mich nicht. Ich liebe es, durch Medici zu fahren. Sobald der General und seine Schuldengeschichte. Wie, der alte Bus ist das? Nee. Nee. Warte mal, ist hier eine Garage? Dann fahre ich mal eben mit dem Bus dahin. Gestern Abend wurde der Nachbar. Das ist ja mies, dass hier einfach. Dann sind es auch die ganzen Fahrzeuge, die ich irgendwo finden kann, die ich speichern kann, halt mit dem Fragezeichen kennzeichnet. Das ist ja. Das ist ja. Ist ja. Ist ja. Ist ja. Und ja, wir müssen unbedingt noch ganz viele Nebenmissionen machen, damit wir stärker werden. Aber ich wäre auch schon mal ganz zufrieden, wenn wir überhaupt die Mission weitermachen könnten. Yay. Möt. Muss mir ganz kurz Rast machen und mir ein Tankstellenbrötchen holen. Boah, Tankstellensachen sind die besten Sachen. Völlig überteuert. Und meistens mit Mineralöl belastet. Aber sind die besten Sachen. Na. Ich hoffe, du bist gut versichert, mein Freundchen. Nerd. Ja, dieses Städte befreien und über. Oh, pinkes Auto.
ist immer, ja, es ist schon sehr, sehr lustig und sehr anspruchsvoll und man hat auch überall neue Sachen, die man entdecken kann. Aber es ist manchmal echt langatmig. Und ich sollte einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen, indem ich mal verschiedene Waffen nutze, verschiedene Vehikel. Vielleicht sollte ich auch mal durchaus Angriffe fliegen. Wo ist denn eigentlich hier die... Wie soll ich hinkommen? Rückwärtsgang rein, oder was? Ich sehe nichts. Oh. Was habe ich denn davon? Ich wollte doch wirklich hier auf Garage setzen. Zeigt er doch hier lang. Dann verlesen sie ihn. Wenn ich weiterfahre, zeigt er an, dass ich falsch bin. Was ist das für eine Scheiße? Bombs. Ich kann doch nicht. Also. Langsam. Wie soll denn der LKW da durchpassen, hä? Ich muss mir mal ganz kurz angucken, wo die Garage ist. Wie ich da am dümmsten hinkomme. Wahrscheinlich geht es einfach nur aus Jux und Dallerei dahin. Da ist die Garage. Also muss ich da irgendwie hin. Na, gucken wir mal, wie ich da am besten hinkomme. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie beim Eurotruck-Simulator. Naja, ist eigentlich nur ein Truck. Aber ich danke dir. Ich bin sensationell. Sensationell bin ich. Da komme ich auf keinen Fall hin. Oh, sorry. Ich bin Vollkasko versichert. Komme ich hier durch? Diese Kamera ist auch wie ein Stein. Ja, aber ich glaube, ich müsste einfach hier so rechts, ne? Guck mal, hier so. Und dann rechts abbiegen, glaube ich. Das sah doch gut aus. Das war irgendwie so eine Seitenstraße, ne? Vielleicht, weil der einfach mal die anderen Straßen nicht auflistet. Oh Gott, ich werde so sterben auf dieser Piste. Auf dieser Piste werden sie sterben, Schwebeschall. Wie ich einfach mal überall gegenbollere. Ohne Ausnahme. So, jetzt muss ich wohin? Oh Gott, auf dem Pier. Ihr seid doch Sadisten, seid ihr doch. Wie soll ich denn da runterkommen? Seid doch bescheuert. Kann ich hier durchfahren? Ah, natürlich nicht. Aber mal ganz ehrlich, wie soll ein... Das verstehe ich nicht. Ich würde jetzt einmal durchpowern. Geronimo! Oh, ich stehe noch, ich falle. Oh Gott, zu Hilfe. So, Abschnittdienst rufen. Komm schon. Na toll. Also Schiffe versenken ist einfacher. Komm schon. Du schaffst das. Hier sollte man die Verbindung lösen. Das ist doch nicht wahr. Komm schon. So, jetzt habe ich den auf die Seite gelegt. Irgendwie muss ich den noch nach da oben kriegen, ha? So, ja. Einmal drehen, bitte. Einmal Verbindung lösen. So. Die Leute, die da zugucken, die werden wahrscheinlich sich jetzt denken, was macht der alte Mann da? Und ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich will doch den Wagen einfach nur in die Garage bekommen, nachdem ich ihn jetzt... Einmal drehen, bitte. Oh Gott. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Einmal mit dem Kopf hier hin. Ja. Ja. Was hast du denn zu erledigen? Rico, wir haben hier wichtiges Equipment für unsere Wählerschaft. Kannst du es für uns liefern? Na klar.
Gib mal her den Lachs. Wohin muss ich denn? Dahin? Das krieg ich doch hin. Jetzt bin ich auch noch ein Kurierjunge, weißt du? Ach ja. Eigentlich wollte ich ja die Fragezeichen sammeln, bis mir der komische Lastwagen entgegengekommen ist. Was ist das denn? Ach, das sind Leuchtfackeln. Nicht zum Angeben, aber ich bin schon unglaublich. Das stimmt. Ja, den sammle ich mal nicht ein. Ist das denn überhaupt noch die erste Insel? Oder müsste ich hier hin? Hier ist wenig zum Einsammeln. Das ist eher was zum Weinsamen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal da oben an. Gespannt, wie lange wir brauchen, um die Revolver tatsächlich zu bekommen. Wahrscheinlich werden die einfach nur in aller Welt zerstreut sein. Die ganzen Teile. Was ich aber nicht schlimm finde. Einen Schrein für eines von Diravellos Opfern. Ruhe. Schön. Frieden. So, hier müssen wir noch hin. Ach ja, und da habe ich gestern übrigens die Folge von Gronkh gesehen. Da meint er, wie wir da hinkommen. Das ist so, aber wie wir zurückkommen, ja, da klauen, leihen wir uns mal ein Schiff. Habe ich gestern erst gesehen. Gestern erst gesehen. Davon abgesehen, dass wir schon ein bisschen weiter sind in der Story, aber, naja. Jeder hat so seine eigenen Präferenzen. Dann buddeln wir da nochmal was aus. Ah, sieht irgendwie wertvoll aus. Aber auch nur irgendwie. Das nächste Teilchen. Ist da. Machen wir mal eine Schnellreise. Das geht hoffentlich fix. Sonst würde es ja langsam Reise heißen. Genau, also als Gronkh lassen wir uns nicht ablenken. Hahaha, der war gut. Aber stimmt, das mit der Kirche habe ich auch noch nie gemacht. Bacho. Jo. Ich glaube, da ist noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Guck ich mal. Da guck ich mal sofort. Hier ist ja Gott sei Dank alles friedfertig. Auf keinen Fall durch. Stecke ich jetzt hier fest oder was?
So. Ja, die Richtung. Oha. Habe ich gesehen. Eine Tankstelle. Kennt jemand eigentlich Klos auf Tankstellen? Moment. Hier ist Herrenklo. Und hier ist Damenklo. Und hier liegt was von dem. Das ist auch so ein Pussy. 1515. Die Ermittlungen bezüglich des Verschwindens von De Luca wurden von einem jungen Beamten geleitet, der in seiner Freizeit an Autorennen teilnahm. Heute erinnert eine Gedenkfeier an den jungen Mann, der bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen war, nachdem in der Zielkurve plötzlich seine Bremsen versagt hatten. Das Rennen gewann übrigens ein Amateurfahrer namens Rico Rodriguez. Tja, des einen Leid ist des anderen Freud. Ne. Also weder bin ich ein Amateurfahrer, noch war das ein tragischer Unfall. Wahrscheinlich werden wir das im zweiten Teil erfahren, wenn ich den zocke. Aber oftmals ist es ja wirklich kein Unfall, sondern wirklich einfach geplant. Die Arschlöcher, ey. Gibt es doch nicht. Ich acker mir gerade einen ab. Na gut, das war's. Ein guter Krieger weiß, wann er verloren hat. Trotzdem darf man nie aufgeben. Wo soll es sein? Da drüben vielleicht? Nee. Rico, wo willst du hin? Ich habe keine Ahnung. Lass mir das mal hier eins machen. Da unten vielleicht? Ah ja. Au. Ah, was haben wir denn da? Rico, ich brauche Hilfe. Naja, wenn mich so jemand fragt. Stimmt. Unsere Einheiten im Tal brauchen dieses Motorrad für eine Aktion heute Nacht. Okay. Es ist also schleunigst nach unten. Wäre das was für dich? Na, selbstverständlich. Oh, die Zeit ist fast um. Ich liebe ja Missionen, die ein Zeitlimit haben. Nicht. Vor allem wäre ich morgen wiedergekommen und hätte das angefragt, würde ich da immer noch stehen. Ich hätte trotzdem Zeit. Ich kann echt kein Motorrad fahren. Soviel zum Thema Amateurfahrer. Wo ist denn der Abgabepunkt? Oh, fuck. Einfach mal reinfahren. Hä? Was? Wie? Warum waren denn da Fackeln, wenn ich nicht dahin muss? Ach, leck mich doch fett. Was? Wie? Verstehe ich nicht. Irgendwas läuft hier gewaltig schief gerade. Trotzdem will ich das Auto haben. Weil hier sicherlich eine Garage ist. Wenn ich eins weniger habe. Was ich noch einsacken muss. So, hier mal um Ecke. Der fährt sich erstaunlicherweise gut. Hat mir sonst selten. Autostrad D700. Ja, geht so.
Da müssen wir noch. Boah, ich genieße gerade echt so ein bisschen die Ruhe. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal Just Cause spiele, um die Ruhe zu genießen. Hä? Ich bin leicht verwirrt gerade. Hier was mehr? Da. Aber nicht das, was ich suche. Das sind nicht die Peacebringer-Teile. Ich weiß zwar nicht, was es für diese Schrein-Geschichte gibt, aber... Ich will auf jeden Fall die Peacebringer-Dinge haben. Peacebringer-Ringer-Dinger. Ringe-Dinge-Binge-Binge. Schlinge-Binge-Dinge-Single. Ich leg mich doch nicht mit dem... Nee, brauchst du nicht. Das übernehme ich schon. Boah, ich habe gerade eine megamäßige Idee, wie ich den Rekord mit dem Wingsuit noch weit ausbauen kann. Natürlich verrate ich jetzt noch nichts. Das werdet ihr wahrscheinlich am Wochenende sehen. Aber nicht so viel am Wochenende. Denn am Samstag werde ich erstmal gebürtig meinen Star Wars Auftakt feiern. Hier nochmal ein schöner Salti. Salti Mortale. Ich bin Salti Mortal. Nicht sentimental. So, hier irgendwo soll es sein. Schön, das habe ich gesucht. Ein Artefakt. Oh Gott, noch 11. Aber es wird langsam. Wir gucken mal. Dahin. Oh Gott, ist so weit weg. Da möchte ich mal ganz schnell reisen. Das geht fixer. So. Erstmal dahin. Das ist das nächste. Und hier regnet es wie Sau. Kein gutes Zeichen. Einen Schrein für eines von Diravellos Opfern. Es ist ganz selten ein gutes Zeichen, wenn es regnet. Ich hoffe ja immer noch inständig, dass wir durch einen dieser sammelbaren Objekte unerhört stark werden. Ich glaube, daraus wird nichts. Oder oben war es schon. Schön, wie schnell das geht. Freue mich ja so ein bisschen. So, das nächste war... dort. Ja, wenn wir die Straße nehmen würden, das wäre eine Katastrophe. Aber so geht's. In einem Fahrzeug in der Nähe sitzt ein gefangener Rebell Rico. Nee, sorry. Und bring die Geisel in Sicherheit. Der muss warten.
Oh, jetzt gewittert es auch noch. Ich glaube, ich habe hier noch nie Gewitter gesehen. Wenn ich ehrlich bin. Oh, das sah gut aus. Hoffentlich werde ich nicht vom Blitz getroffen. Obwohl, das wäre schon ein bisschen lustig. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich vom Boden getroffen werde. Naja, steht sie auch gut hier drauf. Jetzt wäre ich auch noch mal holt von so einem grünen Flitzer. Hey, sie, runter von meinem Wagen. Okay. Das Gewitter da aussieht. Mag ich ja so ein bisschen. So, da ist das nächste. Boah, das läuft echt gut gerade. Das nehme ich. Da sieht man augenblick auch schon das nächste. Wir kommen echt gut rum, würde ich mal sagen. Es ist jetzt nicht so, dass wir nichts von der Stadt sehen. Oder von der Map. Also, die sammelbaren Objekte, die weisen immer noch schön auf bestimmte geografische Ereignisse hin. Finde ich echt schön. Und soweit ich das gesehen habe, hat jede Insel so ihren eigenen Charme. Ja, die andere Insel war jetzt eher so ein Bergbau-Abbau-Dings. Das ist eher so der Urwald oder Regenwald. Und denn der Vulkan ist ja natürlich der Oberhammer einfach mal. Plagia. Und das Ding erinnert mich gerade so ein bisschen, egal ob das jetzt ein Schrein oder ein Grab ist, an Watch Dogs, wo das Mädchen in dem Tunnel umgekommen ist. Das ist ja schon ein bisschen gruselig. Aber Watch Dogs war noch viel gruseliger. Also nachts wollte ich das nicht unbedingt spielen. Nee, es ist jetzt kein Spiel, was horrormäßig ist. Aber allein die Leichen zu finden, das war schon echt unbehaglich. Also, mein lieber Scholli. Vor allem waren die auch nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise hingerichtet. Aber das war echt krank. So, da unten wären wir schon. Ja, und wem stört, dass wir jetzt die ganzen Sachen suchen und sammeln? Der kann ganz gerne woanders gucken gehen. Gibt sicherlich auch nicht gerade wenig Speedruns von dem Spiel. Aber das gehört einfach mal dazu. So ein bisschen die Sachen anzugucken. Ah, sieht irgendwie wertvoll aus. Noch 6 davon. Nee, mal wiederholen machen.
Ach ja. Der gute alte Sammler und Jäger. Da ist noch eins. Da würde ich aber ganz gerne schnell hinreisen wollen. Dann habe ich auch irgendwie keine mehr gesehen, kurioserweise. Ich müsste vielleicht einfach nochmal ein bisschen näher an den Bildschirm gehen. Und natürlich regnet es wieder. Jetzt ist mein Marker weg. Was zur Hölle? Da drüben. Hier oben? Ich glaube eher darunter, oder? Ich glaube, das ist eher darunter. Oha. Eine Höhle? Ernsthaft? Und da ist auch wieder ein Grab. Wie schauderhaft. So, 12 von 18. Jetzt werde ich mich mal erheben und gucken, wo die restlichen sind auf der Map. Kann ja wohl nicht angehen, dass die anderen hier irgendwo versteckt sind. So. Da sehe ich auf jeden Fall gleich noch mal eins. Das gönnen wir uns einfach mal. Weil es so schön ist. Boah, ich kriege Augenkrebs. Ich bin ungefähr 30 cm von dem riesen Fernseher entfernt. Ja, ich weiß, ich muss zum Optiker. Aber, naja, ihr wisst ja, wie es ist. Für die Gesundheit, für das Zocken, für den Rekord, für den Ruhm und für die Ehre, für die Horde. Ja, das Ding ist, wenn du nicht wirklich darauf aufpasst, wie du spielst in Just Cause, dann bist du echt gut, hier zu fliegen. Von 18. Da ist noch eins. Das können wir gleich verbinden. Ich möchte ja fast behaupten, dass die Fragezeichen vorher nicht zu sehen waren. Dass die erst mit dem Fortschritt so ein bisschen aufgedeckt werden. Aber ich glaube, ich habe es einfach nur übersehen. Das wird nämlich auch die Wahrheit sein. Oh, die Karawane zieht weiter da hinten. Wanda. Die haben echt schöne Städtenamen hier. So viel muss man denen ja zugute halten. Einfach. Dann sehe ich da noch eins.
wie einfach mal Fahrzeuge vorbeifahren und mein WLAN-Signal hochgeht. Das ist echt witzig. Ich wäre echt gehypt, wenn ich heute die Kanonen noch in meinen Händen halten könnte. Das wäre echt so ein kleines Tagesziel gerade. Follower sind mir gerade völlig egal. Natürlich möchte ich auch, dass ihr Spaß habt, aber ganz ehrlich. Da ist es. Gott! Rico, Sie haben uns beflügelt, unser Land zu. Merici dankt dir für dein Opfer. Viva la Revolution! So. Nächstes. Next up. Auf den kleinen Inseln ist nichts mehr. Da ist noch was. Das ist ganz schön weit weg. Da machen wir mal Schnellreise hin. Oh. Schnellreise. Vor allem das Lustige ist, da ist ein Button für Abbrechen, obwohl man auch einfach mit B rausgehen kann. Sehr komisch. Sehr komisch. Ja, Minecraft gibt es jetzt auch den Story-Mode auf der Wii U übrigens. Ja. Ganz frisch rausgekommen heute. Wer es mag. Ich meine, die Wii U würde sowieso prädestiniert dafür sein. A, hat es ein Touchscreen, dann hat sie die dementsprechende... Das Wii U-Pad ist einfach mal geschaffen dafür. Es gibt nichts Besseres für Minecraft als das Pad. Wow. Schön. So, hier. Da ist es. Ernsthaft? Das ist der Kacktruck wieder. Das ist der Kacktruck. Ich fahre da mal in eine andere Werkstatt mit. Ich lasse mich doch hier nicht verarschen. Auf die Garage setzen. Das machen wir jetzt mit. Weil sonst haben wir da irgendwann wieder dieses komische Fragezeichen. Tschüss. Ich war auch ein bisschen offroad, ist mir völlig egal. Der muss ja nicht gesund ankommen, der Truck. Reicht ja, wenn er so halbwegs gesund ankommt. Ja, aber das ist die Kacke mit dem Radar. Wenn du die Mod aktiviert hast, dann zeigt er auch Autos. Und das möchte ich ja. Ich möchte ja gerne Autos auch sammeln. Ist ja nicht so, dass ich nur eins sammeln möchte. Dann zeigt er auch tatsächlich die Autos an, die du noch nicht gespeichert hast. Ja, und dann werden die einfach mal so random da hingekleistert. Und denkst du, ja, das muss ich sammeln, weil gerade bin ich auf der Sammelwut nach diesen Peacebringer-Revolvern. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann stehst du da und hast einen Truck in den Haken. Deswegen muss der Truck erstmal gespeichert werden. Da, mit dem mir beim nächsten Mal nicht anzeigt. Ja, hier, das brauchst du unbedingt. Und es geht ja. Wenn die Garage auch da ist, dann kann ich es auch da reinstellen. Wenn die Garage am Pier ist, kann ich es nicht reinstellen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Der Baum sieht irgendwie komisch aus da oben. Naja. Boah, der hat auch eine Beschleunigung, ey. Wie ein Sack Kieselsteine. Zweiter Gang. Wie eine Zwiebacksäge, ey. Das kannst du echt knicken. Muss ich hier schon lang? Ne. Ah, das war falsch. Weg. So typisch. Ja, es ist auch nicht schlimm, dass wir ganz geschwind und schnell mal den Truck da abladen. Rennt es eigentlich immer noch? Halt. Mal Mini-Drift machen. Abkürzung. Eine Schnapskürzung. Die putzt er immer noch. Seit gestern. Schwubbeldiwubbel. Stira Obrero. Schön. Das ist echt ein stabiler Truck. Ja. Wir liefern ihn dir überall hin, Rico. Danke. Ist halt so eine Sache. Aber den brauchen wir uns da echt nicht mehr drum kümmern.
Und ich glaube auch, auf der großen Insel waren es ja eher die Hügelgräber, die wir da suchen mussten. Ach, das sind die Rampen, wo man drüber hüpfen kann. Das muss ich auch noch erledigen. Sind es hier eher die Peacebringer-Teile und die Schreine? Ich bin Schreiner. Ha! Hier ist also, wäre ich ja schon drüber gehüpft.